Neil Armstrong war der erste Mensch, der seinen Fuß auf den Mond setzte. Die Landung war im Jahr 1969 das große TV-Event und wurde von Millionen Menschen verfolgt. Bis heute wurden Dutzende Bücher über die Apollo-11-Mission geschrieben, die Bilder werden immer wieder im Fernsehen gezeigt und Jahrzehnte nach der Mondlandung kamen Gerüchte auf, alles sei nur ein Fake gewesen. Diese Fakten sind den meisten interessierten Menschen längst bekannt. Doch wetten wir, dass du die Geheimnisse der Mondlandung, die wir jetzt gleich mit dir teilen, noch nicht kanntest? Bevor wir loslegen, bitten wir dich aber noch, uns tatkräftig zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach tun, indem du jetzt gleich unseren Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und uns am Ende des Videos ein Däumchen nach oben gibst. Natürlich nur, wenn es dir gefallen hat. Und jetzt starten wir mit den weniger bekannten Fakten rund um die Mondlandung und lüften schließlich das größte Geheimnis des Astronauten Neil Armstrong. Geheimes Training vor der Mondlandung. Dass Astronauten Trainings absolvieren müssen, ist bekannt. Sicher wusstest du aber bisher nicht, welch unglaubliches Training Neil Armstrong durchlief, bis er endlich auf den Mond fliegen konnte. 3 Jahre dauerten die Vorbereitungen. Gehübungen an Stricken gehören hier noch zu den harmlosen und vermutlich auch spaßigen Angelegenheiten. Aufgrund der niedrigen Gravitation des Mondes und den klobigen Raumanzügen mussten Armstrong sowie sein Kollege Buzz Aldrin das Laufen unter Mondbedingungen monatelang üben. Ohne dieses Training hätte es sein können, dass Armstrong auf dem Mond einfach umgefallen wäre oder kaum einen Fuß vor den anderen hätte setzen können. Um die Nervenstärke und den Überlebenswillen des Astronauten im Notfall zu testen, wurde der ehemalige Marineoffizier Armstrong alleine in der Wüste, im Dschungel und in der Arktis ausgesetzt. Zwar durchlaufen auch heutige Astronauten solche Tests unter Extrembedingungen, doch diese laufen meistens kontrolliert und unter festen Rahmenbedingungen ab. Armstrong dagegen wurde in den 1960er Jahren einfach an einem beliebigen Punkt abgesetzt und musste sich dann Tage oder Wochen lang alleine durchschlagen. Im Falle einer Katastrophe im All oder auf dem Mond hätte sich der Astronaut auch jederzeit alleine zu helfen wissen müssen. Armstrong hat alle diese Prüfungen mit Bravour gemeistert. Obwohl der Mann Navy-Soldat und kein Wissenschaftler war, absolvierte er Crashkurse in Geologie und Mineralogie, studierte Gas- und Lavafelder und wurde selbstverständlich umfassend in die Astronomie und Astrophysik eingewiesen. Extrembedingungen schon vor dem Start. 2 Wochen vor dem Start der Apollo 11 musste Armstrong sein normales Leben aufgeben. Er übernachtete im Schlaflabor der NASA, wurde rund um die Uhr überwacht und von Ärzten kontrolliert. Auf der 10-tägigen Reise zum Mond gab es nur wenig zu essen. Die Astronautenkost bestand ausschließlich aus getrocknetem und pulverisiertem Gemüse, das mit etwas Wasser angerührt wurde. Neben dem Fehlen einer Möglichkeit, Essen zuzubereiten oder überhaupt in der Schwerelosigkeit mit Nahrung umzugehen, war der Grund dieser Minimalkost noch ein ganz anderer. Es sollte vermieden werden, dass die Astronauten öfter als zwingend notwendig zur Toilette mussten. Dafür wurden Armstrong und seine Mitflieger bereits Tage vor dem Start auf Sparkost umgestellt. In seinen Memoiren verriet Armstrong, dass sein letztes richtiges Essen vor dem Flug ein üppiges Frühstück mit Steak, Eiern, Toast, Saft und Kaffee war. Die Mondlandung verlief anders als geplant. Raumfahren stellen sich die meisten Menschen sehr aufregend vor. Für die Astronauten selbst waren aber der Start und die Landung die aufregendsten Abschnitte ihrer Reise. Dazwischen hatten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins auch jede Menge Langeweile. Der Flug zum Mond dauerte ganze 109 Stunden und 42 Minuten. Dabei legten die Männer an Bord der Apollo 11 384.400 Kilometer zurück. Nach ihrer Ankunft in der Umlaufbahn des Mondes sollte Armstrong planmäßig zunächst schlafen und dann ausgeruht als erster Mensch den Mond betreten. Aber das Programm wurde kurzfristig geändert, denn Armstrong und Aldrin waren einfach nicht müde. Die Landekapsel der Apollo 11 wurde manuell zum Landeplatz gesteuert. Heute laufen Lande- und Andockmanöver von Raumfähren nahezu immer vollautomatisiert ab. Nur 1,5 Minuten dauerte die eigentliche Landung und war nach der Beschreibung der Astronauten sehr weich. Dann gab es einen Funkspruch nach Houston, der ganz einfach »Houston, Tranquility Base hier, der Adler ist gelandet« lautete und schon machte sich Armstrong an das Öffnen der Kapsel.
Mehr als 100 Millionen Leute schauten zu, als um 22.56 Uhr Ortszeit Houston der erste Mensch seinen Fuß auf die Mondoberfläche setzte. Das Event wurde auf der ganzen Welt übertragen. Bevor Armstrongs Fuß im pulverigen Mondstaub aufkam, sprach er die legendären Worte: Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer für die Menschheit. 2 Stunden verbrachte Armstrong auf dem Mond, spazierte umher, sammelte Gesteinsproben ein, setzte ein Mondseismometer, eine Einrichtung zur Lasermessung des Abstandes zwischen Mond und Erde, und eine Gedenkplakette aus. Berühmt-berüchtigt ist die Szene, als Armstrong die Flagge der USA in den Mondboden steckte. Kritiker und Verschwörungstheoretiker behaupteten nachher, dass die Flagge nicht hätte flattern dürfen, denn auf dem Mond gibt es keinerlei Wind. Dieses Missverständnis konnte später aufgeklärt werden. Die Bewegungen seien durch die Erschütterungen der Fahnenstange entstanden. Die Flagge war so präpariert und verstärkt, dass sie in der Mondatmosphäre gut sichtbar sein würde. Während all der Zeit bewegte sich der Astronaut sicher und jeder Handgriff saß. Später sagte Armstrong, dass das Gehen auf dem Mond einfacher gewesen sei, als er erwartet habe. Das Gefühl sei sehr ruhig und weich gewesen. Die längste Strecke, die Armstrong zurücklegte, entsprach in etwa der Länge eines Fußballfeldes und führte den Astronauten zu einer Vertiefung, die heute als East Crater bekannt ist. Armstrongs Fußspuren sind bis heute auf dem Mond zu sehen, da die Luft auf dem Mond wirklich völlig unbewegt ist. Den Mond riechen konnte der Astronaut zunächst nicht. Die dicken Raumanzüge ließen rein gar nichts von der Außenluft durch. Hätte Armstrong riechen können, wäre die Luft leicht muffig bis schwefelig gewesen. Etwas von dem Geruch nahm der Astronaut später in der Raumkapsel wahr, als er den Helm absetzte und Reste des Mondstaubes an Armstrongs Füßen den Geruch wie nach einem Feuerwerk verbreitete. Auf dem Mond bekam Armstrong einen Anruf vom US-Präsidenten Richard Nixon. In dem Gespräch, das weniger als eine Minute dauerte, dankte der Präsident dem Astronauten und beglückwünschte ihn zur Landung. Zurück in der Raumkapsel holten die Männer schließlich ihre Nickerchen nach. Ein Umstand, der 1969 ebenfalls nicht öffentlich bekannt wurde, war, dass Armstrong und Aldrin beim Einsteigen in die Kapsel mit ihren Raumanzügen einen Teil des Zündschalters für das Aufstiegstriebwerk beschädigt haben. Die Männer ersetzten das Teil gekonnt durch ein Stück von einem Stift. 13.54 Uhr Ortszeit Houston war Abflug. Jahre später sagte Armstrong, dass die NASA die Zeit auf dem Mond streng limitiert hatte, weil es große Bedenken bezüglich der Haltbarkeit der Raumanzüge gegeben hatte. Auf dem Mond herrschen auf der hellen Seite je nach Einstrahlungswinkel der Sonne bis zu plus 130 Grad, auf der Rückseite und in dunklen Kratern werden bis zu minus 160 Grad erreicht. Keine Normalität nach der Rückkehr. Bis Armstrong und seine Kollegen zur Normalität übergehen konnten, vergingen auch nach der erfolgreichen Rückkehr Wochen. Die Landekapsel der Männer wurde von der NASA aus dem Ozean gefischt. Gleich danach mussten die Astronauten in eine strenge Quarantäne. In den 1960er Jahren wusste niemand, ob es auf dem Mond Keime oder Gifte gab, die Menschen gefährlich werden können. Armstrong, Aldrin und Collins verbrachten tagelang in einer winzigen Wohnkapsel, die hermetisch nach außen abgeschirmt war. Sie hatten Funkkontakt und waren ansonsten völlig auf sich alleine gestellt. In der engen Quarantänestation gab es Stockbetten, eine Sitzgelegenheit, eine Toilette und eine kleine Küche, die mit einem der ersten Mikrowellenherde überhaupt ausgestattet war. Armstrongs Leben nach der Mondlandung. Nachdem der erste Trubel um den Wahnsinnserfolg der Raumfahrer vorbei gewesen ist, erklärte Armstrong, er werde nie wieder ins All fliegen. Die Mission sei das Erlebnis seines Lebens gewesen und damit könne er sich gut zufrieden geben. Die Extreme gab der Mann aber nicht so schnell auf. 1985 war er Teil einer Nordpol-Expedition, die unter anderem von Mount Everest-Bezwinger Edmund Hillary angeführt wurde. Am 6. April 1985 erreichte Armstrong den Nordpol. Neben seiner beruflichen Karriere war der erste Mann auf dem Mond ein leidenschaftlicher Naturliebhaber. Er mochte eigenen Angaben zufolge die Schönheit der Erde und seine Beschäftigung mit dem Kosmos hätte ihm klargemacht, wie einzigartig dieser Ort und menschliches Leben sei. Armstrong begann sein Abenteurerleben als Pfadfinder in einer Gruppe der methodistischen Kirche, er selbst sei aber weder besonders gläubig noch religiös gewesen. Er bezeichnete sich selber als Rationalist, der voll und ganz der Naturwissenschaft verschrieben sei. Das Leben des Astronauten verlief nach seinen großen Erfolgen größtenteils ruhig. Er war 2-mal verheiratet und hatte 3 Kinder. Im Mai 2005 fand sich der sonst so zurückgezogen und bescheiden agierende Armstrong in einem bizarren Rechtsstreit wieder.
20 Jahre war der solide Astronaut zum selben Friseur gegangen. Mit Haarstylist Mark Sizemore hatte Armstrong so manche Anekdote seines Lebens geteilt. Zum Rechtsstreit kam es, weil sich herausgestellt hatte, dass der Barbier Armstrongs angeschnittene Haare für viel Geld an einen Sammler verkauft hatte. Angeblich hatte ein privater Mondfreak ganze $3000 für ein echtes Büschel Armstrongs Haare bezahlt. Sizemore wurde vom Gericht vor die Wahl gestellt, die Haare zurückzugeben oder den Erlös an eine von Armstrong gewählte Wohltätigkeitsorganisation zu spenden. Sizemore entschied sich für die Zahlung. Dieser kuriose Fakt ist in der letzten Autobiografie des Astronauten aufgeführt. Neben diesem sehr persönlichen Buch war Armstrong Co-Autor mehrerer Bücher, bei denen es mehr um die Mondlandung und weniger um seine Persönlichkeit ging. Eine Sache hatte der Mann aber selbst seinem Autobiografen und seinen engsten Angehörigen verschwiegen. Erst nach seinem Tod im Jahr 2012 fand Armstrongs Witwe Carol eine Kiste mit sonderbaren Dingen, die sie niemals zuvor gesehen hatte. Die Kiste enthielt kleinere technische Teile und eine Kamera aus den 1960ern. Später stellte sich heraus, dass diese Fundstücke allesamt von der Mondlandekapsel der Apollo 11 stammten und die Kamera war ebenfalls original die, die mit auf dem Mond gewesen ist. Sammler hätten für diese Andenken sicher Millionen bezahlt, wenn schon eine Locke Armstrongs $3000 wert ist. Wieso Armstrong sein Leben lang den Besitz dieser Dinge verheimlicht hat, ist seiner Familie ein Rätsel. Armstrong starb, nachdem er schon länger Herzprobleme gehabt hatte, im Alter von 82 Jahren, durch die Folgen einer Bypass-Operation. Und das war es, das spannende und lange Leben des Neil Armstrong. Selbst ein solider Navy Marine und Astronaut hat also so seine Heimlichkeiten unterm Bett oder im Kleiderschrank. Was meinst du zu diesem überraschenden Fund nach Armstrongs Tod und zu all den anderen weniger bekannten Fakten der Mondlandung? Wir freuen uns über deine Beiträge unten in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal bei Simply Space.